Aber die Grünen haben sich genau wie die SPD und auch die CDU und auch die FDP zu sozialistischen Kriegstreibern entwickelt. Und das ist natürlich das Problem, wo viele drunter leiden im Augenblick. Wir hören immer wieder, diese Waffen kommen offenbar gar nicht dort an, wo sie hin sollen, sondern es hat sich inzwischen ein reger weltweiter Waffenhandel entwickelt mit diesen Hilfslieferungen aus der EU. Ja, es geht hier darum, dass offenbar Europa in jeder Form bewaffnet wird. Und man muss sich immer fragen, wer ist der lachende Dritte bei dem Spiel? Wenn wir wissen, wer die Waffe produziert, dann kommt man da relativ schnell hinter. Es werden Unmengen an Waffen in die Ukraine geliefert, mehr als man eigentlich fordert. Und wenn man zum Beispiel, wir hatten darüber gesprochen, 90.000 Panzerabwehrräten hat. So viel Panzer gibt es übrigens auf der gesamten Welt nicht. Und die hat man geliefert beispielsweise in die Ukraine. Da muss man sich fragen, ob die da alle bleiben. Und es gibt genügend Hinweise und auch mittlerweile Beweise, auch aus den Mainstream-Medien, dass sich unter den Offizieren auch in der Ukraine sehr starke Schwarzhändler herauskristallisiert haben, die nämlich diese Waffe weiterverkaufen. Und einer der wesentlichen Abnehmer, auch diese Argumentation hört man jetzt immer weiter und tiefer, ist beispielsweise Kurdistan. Und wenn man beispielsweise die Kurden jetzt bewaffnet mit diesen Mitteln, mit diesen auch US-amerikanischen Waffen, dann bedeutet das natürlich ein großes Aggressionspotenzial auch gegen die Türkei, die man damit hervorruft. Und das Ganze könnte natürlich auch letztendlich ein nächster Kriegsherd sein. Man merkt, wie die Strategie sich aufbaut, wie man immer mehr Länder mit reinbringt. Am Anfang ist das nur eine Kleinigkeit wie Litauen mit der Suwalki-Gasse. Momentan ist da ein bisschen Ruhe, aber das heißt, die Lunte brennt noch. Und an anderen Stellen, Rumänien, sage ich so nebenbei, da werden die F-35-Bomber geliefert. Wir sehen beispielsweise, wie Moldawien versucht, sich mit Rumänien zu verbinden und Transnistrien mehr oder weniger mit zu übernehmen. Also das sind alles so Methoden. Und gleichzeitig die Belieferung tatsächlich des osteuropäischen Gebietes mit Waffen, die man unter dem aus meiner Sicht eventuellen Vorwand, die Ukraine zu unterstützen, braucht, um damit möglichst genügend Waffen Material dort im System zu haben, womit man dann einen größeren Flächenbrand letztendlich zumindest auslösen könnte. Also das ist alles eine Sache, die einem nicht gefallen kann, wenn man halbwegs vernünftig denkt. Ja, das ist auch das große nächste Spiel, was natürlich hinter dem Ganzen steht. Diese sogenannte regelbasierte Ordnung oder Weltordnung, die ist ja vom Westen gemacht. Eigentlich von westlichen Konzernen, nicht mehr von der Politik und nicht im Rahmen des internationalen Völkerrechts irgendwie entstanden, wie es eigentlich sein sollte. Logisch ist natürlich, dass sich da einige Staaten das nicht gefallen lassen wollen und sich dann lieber am Völkerrecht orientieren. Übrigens könnte man bei dieser Aussage von Frau Baerbock dann auch gerne mal einmal von dem völkerrechtswidrigen Überfall auf Jugoslawien sprechen im Jahr 1999, den selbst der ehemalige Bundeskanzler Schröder ja auch als Rechtsbruch bezeichnete. Und der verstößt nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern auch gegen die selbsternannten Rahmenbedingungen, nämlich die sie hier gerade einfordert, nämlich diese regelbasierte Weltordnung. Tja, und aktuell ist die Außenministerin gerade wieder mit der Aufrüstung der Bundeswehr durch US-Kampfjets beschäftigt, um bei Bedarf übrigens die in der Eifel gelagerten US-Atombomben, die liegen da nämlich, an den Einsatzort zu fliegen, wo immer der sein muss oder sollte, und dann auch abzuwerfen. Das wird gerade vorbereitet in Deutschland. Und des Weiteren gibt es dann eben halt auch noch in Ostasien ein Manöver, an denen auch Deutschland mit der Fregatte Bayern teilnimmt. Und im September werden dann in diesem Manöver in Ostasien, das bezieht sich natürlich gegen China, dann deutsche Kampfjets auch noch zu Übungen dazukommen. Also wir können sehen und werden sehen, ob man diesen Irrsinn überhaupt stoppen kann. Aber wir wissen natürlich auch eines, dass im Rahmen dieses hier mehr oder weniger beschriebenen jüngsten Gerichtes am Ende trotzdem alles gut ausgeht, zumindest wenn man wirklich im Gottvertrauen steht. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig an der Stelle. Ja, kurz kann man sagen, wenn sich zwei Fußkranke zusammentun, dann kann man nicht erwarten, dass daraus ein Marathonläufer wird. Und so ungefähr möchte ich diese Situation jetzt mal ein bisschen sarkastisch oder auch ein bisschen humorvoll beschreiben. Kurz, es ging beiden Staaten, Japan und Deutschland, wohl darum, die weiteren Preisexplosionen des wirklich dringend benötigten Gases zu verhindern. Und das ist natürlich schwer möglich, da Deutschland und Japan ja, wie ich gerade sagte, als Konkurrenten beim Kauf zum Beispiel von amerikanischem Flüssiggas auftreten. Wir sprechen oft darüber. Die Leidtragenden
dieser ganzen völlig verfehlten Sanktionen gegen Russland hier ganz deutlich erkennen können, sind übrigens dann die sogenannten Drittstaaten in Südasien wie Pakistan und Bangladesch, denen man zum Beispiel ihr vertraglich zugesagtes Gas vor der Nase wegkauft. Es ist nämlich für die Industrienationen, wie zum Beispiel Deutschland oder auch Japan, billiger, die Konventionalstrafen wegen der Nichteinhaltung von Lieferungen an arme Länder zu übernehmen, als auf das überteuerte Gas selbst zu verzichten. Konsequenz? In den armen Ländern kommt es jetzt schon zu permanenten Stromausfällen für die Bevölkerung mit allen Konsequenzen. Auch Krankenhäuser können davon betroffen sein. Viele Betriebe müssen abgeschaltet werden. Das ist irgendwie offenbar dieser weltweiten, bunten, diversen Regierung völlig egal, dass man Drittländer und gerade die armen Länder mehr oder weniger abschaltet. Wie man diese heuchlerische Politik der angeblichen Menschlichkeit durch die freie, westliche, demokratische Staatenstruktur hier im Einklang bringt, das ist mir wirklich schleierhaft. Zu dem ARD-Sender RBB. Dort ist die Intendantin Patricia Schlesinger ziemlich unter Druck geraten. Ich kenne die Dame selber noch. Wir haben beim NDR zusammengearbeitet. Und die ist ja dann relativ schnell die Leiter raufgestiegen, während ich radikal runtergefallen bin. Ja, und jetzt hat sie aber Ärger dort, denn sie hat ein großes Projekt gestartet, geplant. Das ist wohl auch schon angeschoben worden, ein sogenanntes digitales Medienhaus. Jetzt hat sie aber enorme Vorwürfe von allen möglichen Seiten bekommen. Sagen wir mal Überschrift Vetterleswirtschaft. Also mich erinnert das Ganze an Feudalstrukturen aus dem Mittelalter. Als man beispielsweise die Leute mit Zwangsgebühren mehr oder weniger ausgenommen hat, Steuern oder Zwangsgebühren, GEZ, das ist eigentlich dasselbe. Und irgendwann sich Parallelwelten dieser sogenannten herrschenden Klasse gebildet hatte, die aus charakterlich geeigneten Personen bestand. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch so nach oben gekommen in ihrem Job. Und du hattest keine Chance, nach oben zu kommen, weil du charakterlich offenbar für diese Art der Aufgabe nicht geeignet bist. Das ist hier offenbar das, was wir hier gerade sehen. Naja, und so wird dann mit dem Geld mehr oder weniger umgegangen. Es ist ja nicht das eigene Geld. Und wenn dann solche Dinge mal aufkommen, dann ist es nur die Spitze des Eisberges. Also was ich ja immer mache, ich wiederhole es nochmal, ich gucke mir ein Foto an, zoome es ran, gucke mir die Augenpartie mal ganz nah an von solchen Menschen. Das habe ich auch bei dieser Frau Schlesinger gemacht und bin zu meinen Ergebnissen gekommen. Und dann ist es eben halt so, wie es ist. Aber eines stelle ich fest, wenn ich mir andere Figuren angucke, die in irgendwelchen hohen Positionen auf Kosten anderer, nämlich durch Zwangsgebühren, mehr oder weniger ihr Dasein fristen, ich möchte es mal so sagen, dann habe ich durchaus die Befürchtung, dass weitaus mehr solcher Vorgänge in dieser Welt laufen und in Deutschland laufen auf Kosten der Menschen, die arbeiten müssen, die nur nicht eben halt alle rauskommen.